So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Projekt und das Überthema dieses Jahr war ja Grenzen im Kopf und wir konnten feststellen, dass die Jugendlichen sich wirklich auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben ja schon gesehen, dass hier Bildschirmgrenzen zum Beispiel überwunden wurden, aber das ging auch schon am Freitagabend beim Abendessen los. Ich stand neben einem Jugendlichen am Buffet und er sagte, oh, da gibt's Reis, und ich sagte, nee, das ist Couscous, und er sagte, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Habe ich gesagt, kannst ja mal ausprobieren, und dann sagte er sinngemäß zu mir, ja, was meinst du, was ich jetzt vorhabe? Also das demonstriert nochmal ziemlich gut diese Offenheit, die die Jugendlichen alle mitbringen und die sie in die verschiedenen Projekte einfließen lassen, die sie machen. Und das letzte Projekt, das wir jetzt heute vorstellen, das ist der Stereotyper. Der illustriert auch nochmal sehr gut, wie sich diese Gruppe mit dem Thema Grenzen im Kopf auseinandergesetzt hat und wie sie das sehr kreativ umgesetzt haben. Und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wieder ein Projekt aus der Übergruppe, so ähnlich wie Tinder, nur ganz anders. Herzlich willkommen, Stereotyper, das sind Lennart, Anna, Simon, Björn und Lorraine. Gut, dann sage ich mal auch Hallo, willkommen beim letzten Projekt, das heißt, es neigt sich so langsam dem Ende, aber wir zeigen euch auch jetzt nochmal, was wir gemacht haben übers Wochenende. Wir sind das Team Stereotyper und ich würde einfach mal sagen, du fängst mal einfach an, Simon, zu erzählen, was haben wir eigentlich gemacht, was ist die Idee, und dann mal schauen, was jetzt noch passiert. Hintergrund für Stereotyper war die sogenannte Filterblase. Davon haben sicherlich einige von Ihnen und euch schon gehört. Hintergrund ist, dass man in sozialen Medien häufiger den Leuten folgt, die eine ähnliche Meinung haben wie man selbst, weil das dann einfach eine angenehmere und schönere Nutzungsart ermöglicht. Problem dabei ist aber, dass man dann einen gewissen Tunnelblick entwickeln kann und beispielsweise Vorurteile, die man gegenüber anderen Kulturen hat oder gegenüber anderen Religionen, um ein Beispiel zu nennen, weiter bestehen bleiben und nicht behandelt werden. Deswegen ist die Idee bei Stereotyper, dass zwei Personen, die Vorurteile haben, die sich gut ergänzen, miteinander in Verbindung gebracht werden und diese sich dann austauschen können. Das heißt, zwei Personen mit gegensätzlichen Standpunkten werden zusammengebracht, können dann ein bisschen diskutieren und hoffentlich dann den Standpunkt der anderen Person ein bisschen mehr verstehen und sich dann auch von eigenen Vorurteilen vielleicht ein bisschen lösen. Und eine weitere Besonderheit ist, dass die beteiligten Personen erst am Ende des Chats erfahren, was für Vorurteile dazu geführt haben, dass dieses Matching stattgefunden hat. Das heißt, man ist als Nutzer praktisch dadurch gezwungen, sich aktiv auf den anderen einzulassen, sich dessen Argumente und Sichtweise anzuhören. Und Lorraine erklärt uns jetzt ein bisschen was über den technischen Hintergrund. Ja, geschrieben ist das Ganze in JavaScript und außerdem haben wir Angular.js benutzt, aber das konnte leider am Anfang keiner von uns. Aber dank der Hilfe der Mentoren haben wir das dann gelernt. Und und ja, Anna demonstriert euch das dann mal. Genau, ich zeige euch das jetzt, wie das geht. Und zwar tippt dann jemand seinen Namen einfach ein und dann geht's auch schon los. Und dann ist da die Frage oder jeweils die Aussage und jeder hat seine eigene Meinung dazu und kann auch überspringen, wenn er möchte. Und irgendwann trifft man auf den Chat mit jemandem. Und ja, Lennart erklärt euch jetzt noch Näheres darüber. Die Fragen und Aussagen wurden nach besonders kritischen und politischen Themen gewählt. Es geht darum, gezielt Informationen über mögliche Vorurteile zu gewinnen und einen möglichst guten Match zu erzielen. Ja, so, das war jetzt Stereotyper. Der Chat, wie gesagt, der war jetzt noch nicht vorhanden. Da könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, auch wieder interaktiv mit den anderen Projekten, zum Beispiel Labor einfach zu integrieren. Aber wie am Ende dann der Chat funktioniert, war jetzt zweitrangig. Aber das war jetzt erstmal unsere Präsentation und das ist Stereotyper. Ganz vielen herzlichen Dank. Applaus. Das ist so unfassbar gut. Ich würde das gerne ausprobieren. Ich wüsste nicht, ob ich geduldig genug wäre, mit Leuten zu diskutieren, die ganz anders sind als ich, aber ich würde es wirklich gerne machen. Vielen Dank. Sehr schön.